Immer mal eben kurz mit der Wache im Nordosten. Bist du die Wache, die wir suchen? Natürlich nicht. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Ich hab das... Wow! Ich wollte mich gar nicht anschleichen. Das ist das Alien, das uns auf Haval geholfen hat. Hätte nie gedacht, dass ein Alien uns hilft. Sonst wollen die uns immer nur töten und versklaven. Und darum ist das großartig. Sie sind großartig. Sei still, Beniska, das ist peinlich. Sei du doch still. Ich bin charmant, stimmt's? Die Angara waren wunderbar zu uns. Und sie auch. Danke dafür. Siehst du? Wir bauen hier eine Beziehung auf, Zeke. Also, was gibt's da draußen? Irgendwelche Hinweise? Sie könnten sich unserem Kampf in Hijara anschließen, da bei den roten Lichtern. Ich habe gehört, jemand sucht Hilfe. Oder Sie gehen einfach hin und töten ein paar Kett. Die sind überall. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Wir sind hier schon ewig stationiert und damit sozusagen Experten. Diese roten Lichter... Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie leben die da draußen? Warum überrascht sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Na super. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operation der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, Ryder. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Juhu! Jetzt können wir unser Team mal eben umändern. Obwohl? Ach, wir haben schon Cora. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Erstmal Fahrzeug holen. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat auf Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt? Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Kettanlagen beginnt. Was ist mit den Angara, dem Widerstand? Wie ist deren Status? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder,
Die Temperatur auf Bord liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes nahelegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Nur okay. Vielleicht. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Aber wirklich schön, wie die Rüstung halt durch die Kälte diesen Eiskristalleffekt hat, ne? Finde ich nicht schlecht. So. Darf ich jetzt die Anpassung machen, die ich vorher nicht machen konnte? Schuss. Da 123. Die Falken ist leichter, aber das ist, das war doch die Waffe mit den Granaten, ne? Hm. Die Viper 3 hat da ein bisschen mehr Munition, bevor ich auf die Pistole wechseln muss. Hm, Tech-Kräfte verstärken, das bringt mir jetzt gerade nichts. Hier sind die beiden, die ich auch mitnehmen will. Und dann mal rein in unser schönes Fahrzeug. Und dann gucken wir mal. Augen auf dem Boden. Natürlich ist die Frage, ist das wirklich draußen? Oh, mein Fahrzeug wird auch direkt ordentlich eingefriert. Vorsichtig, Ryder. Eingefriert. Eingefroren. Der Nein. Der Nomad hat doch Sicherheitssysteme für den Fall, dass wir abstürzen, oder? Wir frieren einfach ein. Ach du Scheiße. Man sieht ja seine Hand vor Augen nicht mehr. Temperatur ist wieder normal. Kette im Anmarsch! Wir müssen sie rasch ausschalten, bevor sie die Basis erreichen. Na komm, es ist kalt, wir wollen wieder zurück in den Wagen. Also sterb doch bitte einfach. Schaden ist ja ganz gut von der Waffe, aber drei Schuss immer nur.
Ich krieg bestimmt keine Ersatzmunition hier gerade an der Ecke, oder? Entschuldigung, dass ich über dich drüber gefahren bin. Aber warum gibt's jetzt hier Wegpunkte? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Schön ist auch, dass wir einfach die Ressourcen der Planeten ausbeuten. Wir sind halt einfach da, wir machen es einfach. Da unten ist ein kleines Lager der Cat anscheinend. Ach, Moment mal. Einige Vorratslieferungen sind nicht wie geplant angekommen. Da sollten wir vielleicht zuerst hin. Lass mich noch ein bisschen näher. Wie lange kämpfen die Angara schon gegen die Cat? Für sie muss sich das doch wie eine Ewigkeit anfühlen. Sie sind ein zäher Haufen. Ich frage mich, ob uns die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Mist! Das war's alles. Zieh die Scheiße hier mal an. Wir haben keinerlei Deckung auf dem Weg zum Ziel. Ich dachte, der wäre schon längst tot. Wieso haben uns diese Angara angegriffen? Pathfinder, ich habe in der Nähe ein Datenpad geortet. Die haben uns angegriffen, weil die zu dieser komischen Anti-Alien-Partei gehören. Ich habe die Koordinaten für den neuen Übergabeort bereitgestellt. Die Vorratslieferung soll noch heute stattfinden, also sputen sie sich. Wenn die Sterne es gut mit uns meinen, ist in der Lieferung auch Schildtechnologie enthalten. Ich muss sie erneut zur Diskretion mahnen. Sie dürfen niemand von ihrer Mission erzählen. Wenn Ephra erfährt, dass wir ein Lager aufbauen, wird er handeln. Wir müssen so lange wie möglich unbemerkt bleiben. Möge der Himmel sie leiten. Axul. Axul hortet Vorräte. Warum? Pathfinder, ich habe Orlisk darüber informiert, dass der Übergabeort jetzt sicher ist. Gut. Jetzt sollte der Widerstand seine Vorräte erhalten. Ja, ich habe den Nomad mal in Brand gesetzt, damit es nicht mehr so kalt ist. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden.
Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Repariert sich das Fahrzeug mit der Zeit nicht und muss ich rausgehen und mit einem Schraubenschlüssel gegenschlagen. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Kettlager gesichtet. Moment, was war es jetzt? Iridium? So, mal schauen, was als nächstes hier in der Nähe ist. Da hinten wäre ein Aufklärungsposten-Abwurfspunkt, der gerade eigentlich relativ wichtig ist. Weil unsere Maschine macht nicht mehr lange mit. Sehr guter Einwand im Chat. Wir sind der Ghost Rider des Planetens. Schwaches Signal. Könnte es von einem verbündeten Schiff stammen? Es stimmt mit dem Transpondercode des Asari-Forschungsschiffs Perifona überein. Das ist das Schiff, von dem Hidaria gesprochen hat. Ja, und es könnte ganz in der Nähe sein. Sehr schön. Können wir eben unser Ding reparieren. Und das Schiff, was gerade entdeckt wurde, hat mit der... Abbauzonen wurden ihrem Navsystem hinzugefügt, Pathfinder. Danke. Mit der Asari... zu tun, beziehungsweise mit der Asari-Arche, die ja angegriffen wurde von den Cat, beziehungsweise verfolgt, und es hat sich ja ein Schiff abgesondert, sei schon. Wo wir den Transponder bekommen haben von einer der Überlebenden, die inzwischen auf Eos lebt. Will eine Sandstorm 3. Wie oft soll ich das Gewehr denn noch einsammeln? Wir haben diese Lichter von dem Beobachtungsposten ausgesehen. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Richtig. Das war auch mein erster Gedanke. Wie läuft die Ausgrabung? Gereizter Forscher. Aber ich muss dieses himmelsverfluchte Stück Schrott zum Laufen bringen. Fragen Sie doch mal am Saal. Es empfängt schon seit Tagen merkwürdige Interferenzen. Ich kann unserem Kollegen in Telera keine Daten schicken. Kann ich irgendetwas tun? Ja, vielleicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich mit unseren Maschinen auskennen.
Ich brauche eine Pause, bevor ich noch jemanden umbringe. Wenn Sie wollen, können Sie sich gerne daran versuchen. Ein hochleistungsfähiges Kommunikationssystem, das vermutlich für planetenweite Übertragungen genutzt wird. Das ergibt Sinn. Gibt es irgendwelche Hinweise auf diese Interferenzen, von denen der Forscher gesprochen hat? Ich empfange ein Signal. Es ist nur schwach, aber diese Ausrüstung ist enorm empfindlich. Pathfinder, ich erkenne in dem gesendeten Signal außerdem ein regelmäßiges Muster. Es könnte künstlichen Ursprungs sein. Die Cat? Das Signal enthält keinerlei Identifikatoren. Es ist durchaus möglich, dass die Cat die Kommunikation der Angara stören oder abhören. Macht ja auch Sinn. Wir können nicht einfach eine ganze Cat-Basis angreifen. Du gibst Nilsch? Also, sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Cat zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Ich weiß, dein Vertrauen zu würdigen. Die Cat töten unsere Leute. Sie verschleppen unsere Familien und wir sehen sie nie wieder. Jeder, der gegen sie kämpft, muss besser sein als sie. Also werden sie gegen sie kämpfen? Ich weiß, wo das Arbeitslager ist, in das sie meinen Onkel gebracht haben. Wozu brauchen die Cat ein Arbeitslager? Für verschiedene Dinge. Sie sperren die Leute dort in Käfige. Manchmal lassen sie sie auch arbeiten. Sie sammeln Angara. Und wenn sie genügend haben, bringen sie sie weg. Und manchmal töten sie sie auch einfach. Mein Vater ist so gestorben. Das ist schrecklich. Mein Beileid. Es muss Ihnen nicht leid tun. Aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht noch mehr Familienmitglieder verliere. Am Ende sind die Cats sowas wie die Deutschen. Ich hole deinen Onkel raus. Hier ist der Nervpunkt des Arbeitslagers. Bitte beeilen Sie sich. Nilsch hat vielleicht nicht mehr viel Zeit. Die Alliierten kommen um die Arbeitslager der Cat. Zu bearbeiten. Da habt ihr aber einen schönen Eisblock geholt. Ich bin mir so gut wie sicher, dass hier etwas ist, Jealous. Sie wurden vermutlich. Ach, Sie sind Ryder. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Was kann ich für Sie tun? Schicht ist vollkommen anders. Sie weisen Spuren von vier verschiedenen Rassen. Sie hatten irgendwas über Eisflüsterer gesagt? Lassen Sie das niemanden hören. Diese alberne Geschichte kam vor Jahren auf, als Dinor und ich noch in Astraea zur Schule gegangen sind. Reden Sie mit Dinor. Er weiß mehr darüber, wie diese Legende entstanden ist. Was machen Sie mit diesem riesigen Eisblock? Er wurde unter Hejara herausgeschnitten. Wir befinden uns direkt über einem Binnenmeer und das Eis reicht tief. Sehr tief. Alles unterhalb der obersten Schicht stammt aus einer Zeit vor der Geißel und wurde perfekt konserviert. Wir können aus der Zusammensetzung der tieferen Schichten vieles lernen. Dort finden sich Mikroben, alte Lebensformen, alles unberührt von der Geißel. Ich will Sie nicht länger stören. Wie bedauerlich, dass uns die Cat nicht dieselbe Höflichkeit entgegenbringen. Na, dann red du mal mit mir. Die Daten stimmen. Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, um meine These zu untermauern. Oh, hallo. Sie sind dieses Ryder-Alien, von dem alle reden. Was kann ich für Sie tun? Sie sagten irgendetwas über Eisflüsterer. Was haben Sie damit gemeint? Oh, das ist eine Art Witz zwischen mir, Janless und allen, die in Astraea mit uns zur Schule gegangen sind. Einer unserer Klassenkameraden war bei einer alten archäologischen Ausgrabungsstätte und dachte, er hätte eine Stimme aus dem Eis gehört. 2 Monate später hat eine andere Gruppe dasselbe behauptet. Die Stimme soll angeblich wütend geklungen haben. Was war es? Zu viel Marley. Das sagt zumindest Janless.
Wie gesagt, inzwischen ist es eine Art Witz zwischen uns. Hm. Und wenn ich ganz nah rangehe, höre ich dann was? Nö, du bist verrückt. Ach, Entwickler, ihr könnt eure Behälter nicht vor mir verstecken. Ich registriere einen Temperaturabfall. Könnte daran liegen, dass hier kälter wird, Sam. Du bist so schlau. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. So, was haben wir hier unten? Erinnerungsauslöser. Cora Harsha, Asari-Arche. Arche. Gucken wir uns mal eben den Erinnerungsauslöser. Oder auch nicht, weil ich nichts sehe. Immer hier Erinnerungsfragmente sein sollen. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Mitten im Nirgendwo auf irgendeinem Berg. Mineralien extrahieren. Ah ja, stimmt. Mein Vater hat ja gerne, ist ja gerne Berge besteigen gegangen und wahrscheinlich habe ich deshalb hier ein Erinnerungsfragment. Und weil es dir ganz viel Kupfer gibt. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser. Dann gucken wir mal, ob die Arche hier in der Nähe ist. Reliktstätte aktiv ist, sollten wir vorsichtig sein. Du meinst diesen Trümmerhaufen hier an der Seite? Ich orte an dieser Position Kettentechnologie. Sie können das Gerät zerstören, indem Sie darauf schießen. Das Gerät hat Daten an einen externen Empfänger übermittelt. Und der ist wo? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Es könnte allerdings an anderen Reliktstätten weitere Geräte geben. So, das verschießt so kleine explosive Geschosse. Die hängen sich erst fest am Gegner und dann machen die Bomben. Pass auf. Alle witzig. Erwischt.
da nicht mein Inventar schon wieder voll? Ah, nee. Es liegen einfach nur mehr Überreste auf derselben Stelle. Das ist der richtige Weg. Und gibt es auch noch ein bisschen Kistenloot. An diesem komischen... Ah, ist auch eine Kiste. Ich dachte, er ist ein Schrein. Das ist der Behälter. Ich muss ja schon sagen, die Areale sind schön groß. Das hat natürlich alte Mass Effect Teile nicht so. Höchstens, oder beziehungsweise sie waren schön groß. Eis- oder Mineralvorkommen können zu falsch positiven Ergebnissen führen. Das tatsächliche Signal muss allerdings relativ nah sein. Okay, was wollte ich sagen? Ja, wenn im alten Mass Effect große Zonen waren, dann waren die meistens leer. Da war nicht viel zu sehen. Da oben ist das Gefangenenlager der Cat, hier unten ist ein unbekanntes Gebiet. Und hier zwischen haben wir noch den Aufklärungspunkt, um ein bisschen unsere Munition aufzufüllen. Können Sie sich vorstellen, was für Heizkosten wir hätten, wenn wir uns hier ansiedeln würden? Ja. Cora ist auch nicht sehr witzig. Also Ryder und Cora sind das Dream Team, die passen echt gut zusammen. Besonderes. Was auch immer Sie davon halten, ich finde diesen Planeten wunderschön. Es hieß, das hier wäre eine goldene Welt. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Aktiviere automatische Errichtung von Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Lust, die andere Viper ist sogar schwächer als meine aktuell ausgerüstete. Ich glaube, da ist ein automatisches Präzisionsgewehr. Ja, vollautomatisch, deshalb ist der Schaden auch geringer. Ja, dann führen wir mal die Rettungsaktion durch, ne? Achtung, Reliktstätte voraus. Schon gesehen, aber uninteressant für uns. Das wird bestimmt ein harter Kampf. Das ist das Cat-Arbeitslager, von dem Skiot gesprochen hat. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Natürlich. Ich bin auch bereit, wenn du es bist.
Sam! Cora haben sie schon erwischt. Komm raus. Na komm. Granate! Lade Munition nach! Ich muss meine dritte Fähigkeit unbedingt ändern. Ey! Gibt's doch nicht, die steht schon wieder, ich kann nicht ausweichen. Oh, der einfach 8 Stunden an der dran klebt. Mal eben schnell aufheben.